Hast du vorgesoffen? Was? Ob du vorgesoffen hast vor mir? Erster. Klassischer Fehlstart. Nö, haben wir noch was für dieses Jahr? Vielleicht kriegen wir Mecker, aber also, nee, egal. Wegen was? Weiß ich nicht. Bilderrätsel, Hürze. Nee, machen wir anders. Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Der Matze und der Lutze, und wir sind ganz schön grau geworden, wie man sieht, ne? Ja, 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 so kurz vor. Siehst du das so? Du bist so, komm, jetzt grau. Bilderrätsel. Was hast du da im Kopf? Ja, Bilderrätsel. Bilderrätsel? Hm? Was für ein Bilderrätsel? Sag die Lösung. Was bin ich? Ein Hamster. Knapp vorbei. Dicke Backen. Knapp vorbei. Ja. Elefant, hinten gucken zwei Rüssel raus. Ja. Die Lösung ist Knallkopf, übrigens. Knallkorb, warte mal, ich habe doch noch ein Feuerzeug hier irgendwo. Kann ich das anstecken? Nee, lass mal. Wo hast du denn Zeug her? Das ist doch verboten. Das ist nicht verboten. Das ist verboten. Hier steht drauf, BAM, BAM. Es hat sogar eine Zertifizierungsnummer. Los. F2. Silvester! Ach nee, ist noch nicht. So. Ja, 2021 geht zu Ende. Wir sitzen hier und sagen nichts, doch wir erzählen noch ein bisschen. Jetzt machen wir noch mal einen Jahresrückblick. Tschüss, 2021. Das war der große Borgheide News TV Jahresrückblick. Genau. 2021. Das Jahr hat sich nicht wirklich gelohnt, würde ich sagen. Nö. Du bist älter geworden, ich bin ein Jahr jünger geworden. Wir nehmen das auch nicht mehr. Wir machen ein neues Jahr. Wir machen ein neues Jahr, oder? Hm? 2022, mal gucken, was das wird. Dann schauen wir mal. Ach so, wir wollten uns noch bedanken bei dem Onkel aus Amerika. Wir haben jetzt einen reichen Onkel aus Amerika. Wir haben reichen Onkel aus Amerika. Vielen Dank für die Unterstützung. Hat uns sehr gefreut. Wir waren überrascht. Müssen wir sagen. Wir müssen mal die anderen ein bisschen aufhetzen. Wir haben einen dreistelligen Betrag. Einen Millionenbetrag haben wir erhalten. Einen dreistelligen Millionenbetrag haben wir erhalten. Aus den USA. Ja, wir haben jetzt eine Finca in den USA. Danke. Finken heißen die. Finkenhain? Die fliegen. Die kleinen. Und wir bedanken uns natürlich noch an den heimlichen Weihnachtsmann, der mir was an die Tür gehängt hat. Und mir auch. Ja. Ins Fenster gestellt. Und wir haben nicht mitgekriegt, wer das war. Nee, verdammt. Haben wir nicht gesehen, aber wir haben eine Vermutung. Kamera war kaputt. Eine Vermutung haben wir. Hat sich noch keiner geoutet, aber wir bedanken uns recht herzlich für die Weihnachtsbeleuchtung. Genau, das war nett. War sehr schön gewesen. Hängt bei mir wirklich, hat einen Ehrenplatz gekriegt im Wohnzimmer. Leuchtet vor sich hin im Dunkeln. Und bei mir im Weihnachtsbaum. Nee, das hängt bei mir nicht. Aber der Baum ist ja schon rausgeschmissen. Das Weihnachten ist so zu Ende. Wir haben ja schon abgerüstet. Nee, der steht noch. Ist bereit für die große Silvesterparty. Der ist noch nicht abgerüstet. So. Das Jahr ist zu Ende. Wir haben durchgehalten, obwohl wir nicht wollten. Haben wir durchgehalten, haben jeden Montag unsere Sendung gemacht. Das ist die letzte jetzt in diesem Jahr. Nächstes Jahr machen wir jeden Montag 8 Sendungen. Jeden 8. Montag eine Sendung. Du musst das richtig rum ausdrücken. Mal gucken. Die wird dann natürlich auch 6,5 Stunden lang, weil die Themen sich dann so aufgebauscht haben. Dass und da jetzt kein Wetter kommt heute mal lassen wir auch alles weg. Wir quatschen nur dumme Zeug heute. Haben wir festgestellt, dass Matze sein Wetter beschissen hat. Was heißt das? Es hat Heiligabend. Doch, es hat geschneit Heiligabend. Ja, Edge Badge. Aber spät erst. Mhm. Dafür hat sie gegossen, das hätte aber durchschneiden können vom 23. aus. Pass mal auf, es gab Schnee zu Weihnachten und das Ganze zweimal und es sah schön aus. Ja, und kalt war es. Arschkalt. 14 Grad waren gestern bei uns. Da sind wir erstmal ordentlich in Tümpel gegangen, schwimmen. Wird es eigentlich jetzt hier mit anbaden am 1. Januar? Gemäß der aktuellen... Darauf trinken wir ihn. Silvester. Wir saufen nämlich alle durcheinander, weil wir haben gesagt, wer lang hat, lässt lang hängen. Dann sperren sie uns ja die Sendung wegen... Wegen Alkoholmissbrauch. Aber das ist ja alkoholfrei. Ja, guck mal, bei mir ist komplett Lebensmittelmissbrauch hier. Da muss ich mal Alkohol drauf getrinken. Prost. Also so ein kleiner Prosecco. Mm. Das nennt man Lauerwasser oder Stimmbandlockerer. Genau. Jo, was gibt's zu erzählen? Kommt noch Schneematze? Nee, ne? Nee, 10 Grad, habe ich gehört. Jetzt wird es schön warm bis Silvester. Mhm. Wir sagen ja nicht zum Wetter, aber passt auf der Straße auf. Heute hat es auf der 115 ganz ordentlich geklappert mit einigen LKWs, PKWs, vermutlich auch Schwerverletzten. Also es war eine ganz schöne Blechlawine, die sich da zusammengeschoben hat. Ja, war nicht unterwegs. Muss man nicht haben. Deswegen die nächsten Tage wettertechnisch passt auf euch auf. Durch die Wärme und den Regen, der hier möglicherweise kommt, gibt es ein wenig
Glätte gefahren. Morgen wird es warm. Morgen ist schon plus gerade. Ne, wir hatten heute schon plus. Aber jetzt waren wir noch. Ne, wir hatten nicht. Bei mir war nicht plus. Ich hatte 2 plus. Knapp. Ja, bei dir war 2 plus. Wie hast du Reibung gehabt? 1 plus. Hast du eine hier, eine da? Waren 2 plus? Ja, waren schon 2. Und jetzt waren wir gerade minus 1, wie wir hergekommen sind. Also diese plus, die Geschichten mit den 2 und plus und der Blick überhaupt nicht mehr hören. 1 plus, 2 plus. Wetter. Ja, x ist gleich 5. Ist alles gut. Ja. Für immer jetzt. Hm. Ja, für immer. So, wo sind wir jetzt noch? Jetzt sind wir immer noch im alten Jahr. Wir haben ja noch ein bisschen bis Freitag. Lutz Freitag hat ja auch, Lutzes Basteltipp, Selfmade Silvesterraketen, die sehen dann so aus, die haben hier unten die Lunte und die kann man dann anzünden und dann... Presse aus der Hand starten, die Dinger. Hm. Macht ja so heimlich. Ja, man darf ja jetzt das nicht mehr machen. Man darf auch nicht mehr Herr Giese sagen. Muss jetzt Herrin sagen oder was? Herrinnen. Heraus heißt es nachher. Heraus aus der Bude hier. Spaß ist, wenn man trotzdem lacht. Und wir machen weiter wie bisher. Lassen uns davon nicht abbringen. Wir gucken mal, was das nächste Jahr so bringt. Vielleicht kommen wir ja mal dahin, dass wir in ruhigere Fahrwasser kommen. In alte Fahrwasser werden wir nie wiederkommen, weil das ist schon abgelaufen. Noch ruhiger? Naja, das ist ja nicht ruhig, das Fahrwasser. Das ist ja, also ich weiß nicht, wer dabei noch ruhig bleiben kann. Also ich nicht. Ja, aber... Moment. Darauf trinken wir eben. Prost. Genau. Jetzt auch mal ein Glas auf den Tisch stellen können. Sieht ja wieder aus wie bei... Ist egal. Wie auf der Parkbank. Wir lassen ja die Gläser nur wieder fallen. Und du weißt, im Waldbad sind Gläser auch verboten? Ah ja. Waldbad, ja, wir machen ja, wie gesagt, keinen Eisbaden. Das mag bei mir. Fällt leider flach. Hm. Ja. Schade. Das war mal eine sehr schöne Veranstaltung. Was einen auch am Vorabend davon abgehalten hat, die ganze Nacht durchzufeiern, weil man ja wieder raus musste am nächsten Tag. Mhm. Dieses Jahr machen wir eine richtig große Party. Ich glaube, wir gehen. Sind denn eigentlich wieder Wahlen nächstes Jahr? Nee. Nee? Nein. Ich glaube, die nächsten Wahlen sind 2024. Doch, sind da nicht nächstes Jahr, wird da nicht der neue Landrat gewählt? Ja, ne? Ja, ich doch. Im Februar. Ja, sind doch wieder wählen. Sind doch wählen. Ja, wollen wir irgendwo, wir können ja mal eine Wahldoku drehen. Ja, normalerweise hat sich ja der Marco Köhler der Wahl gestellt. Also ich stimme dagegen. Ich finde das nicht gut, dass der Landrat wird. Oder dann hier Daumen runter. Hier verschwindet oder was? Ja, ist ja weg hier. Ja, das machen wir nun. Geht so nicht, lieber Marco. Kannst du vergessen. Ja, also, wir behalten dich als Amtsdirektor. Es tut uns leid für deine Wahlbemühungen, aber es ist jetzt gerade geplatzt. So leicht jetzt. Der Traum ist jetzt gerade geplatzt. Tut mir jetzt auch leid. So. Also, dass wir jetzt Stimmung gegen dich machen, wir wollten ja nie politisch werden hier. Nein, aber du treibst uns regelrecht dazu. Ja, also. Ja, dann grüßen wir natürlich auch nochmal hier schön das Amt Brück, der, wie heißt der, Heiko Fröhlich? Kai Fröhlich meinen wir natürlich. Schneiden wir raus nachher. Kai Fröhlich. Ich schneide ihn dann raus nachher. Ich schneide nicht mehr raus heute. Ja, ein Stück Fleisch rausschneiden noch so oder so. Der mal zuhört, der hat ja schon geantwortet, der will nochmal antworten. Der hat ja wegen der letzten Anfrage nochmal sich gemeldet. Aber er sagt, er macht jetzt erstmal Weihnachten. Das sei eingegönnt. Ja, ne? Es wird so vorbei Weihnachten. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir gucken mal. Wir halten ja auch noch ein bisschen durch. Vielleicht verschieben wir den Montag auf den Sonntag oder machen den am Samstag zu Dienstag oder Mittwoch zu Freitag. Wir müssten eigentlich mal auch die Wochentage, das ist schon so lange, dass immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag ist. Ja. Und dann kommt noch der Sonntag. Kann man das nicht mal ein bisschen durcheinander würfeln, dass es ein bisschen kreativer wird? Ich hätte mir Samstag, Sonntag, Sonntag. Nee, ich könnte mir vorstellen, Dienstag, Freitag, Montag. Nee, Quatsch, du hattest schon recht. Also Dienstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Samstag. Sonntag? Sonntag, dann können wir nochmal Dienstag machen. Und dann aber sofort wieder Freitag. Dann aber mal so einen blöden Montag einschieben. Ja, aber nur einmal im Jahr oder so oder zweimal. Das müssten wir hinkriegen. So. Besser wird es nicht heute, ne? Nee, aber wir müssen nichts Vernünftiges mehr erzählen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Nee, müsst ihr gar nicht. Ihr müsst uns das nicht nachsehen. Weder das und wir müssen auch nichts Vernünftiges erzählen. Nein. Hat uns gar keiner angewiesen. Nein. Nee. Nein. 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 Ach so, ja, der Radweg ist wieder offen, habe ich gehört, nach Bockwalde. Ja. Der Gehweg auch? Der Gehweg, die Schilder sind weg, die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind rumgedreht. Behlitz auch? Behlitzer Straße? Ja, ja, ja. Da war ich noch nicht. Bin ich heute drüber gelaufen. Du bist drüber gelaufen? Ja. Und? Kaputt wieder? Löcher dann? Es lief. Es lief. Es lief so. Ja, ansonsten... Nichts Neues gibt es nicht. Ich habe jetzt auch ein Mini, guck mal.
Ja, seitdem wir ja die 100 Millionen aus den USA gekriegt haben. Ja. Und vom reichen Onkel. Der Mini ist übrigens genauso alt wie ich. Der Mini ist so alt wie du? Ja, das ist auch noch. Wie viel? Da steht ein richtiges 1864, Alter. Ja, 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 genau. Englische Originalmanufaktur. So alt bist du schon? Ich habe mich schon mal gewundert, was hier so riecht. Dein Getränk scheinbar. Ja, so. Ach so, nicht vergessen möchte ich natürlich mich bei allen Kalenderkäufern bedanken, die mir so fleißig beim Abverkauf geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Hängt die richtig schön hin. Ich habe noch welche, wer noch welche braucht. Ja, hat ja noch nicht angefangen. Ein paar sind noch da. Der neue Jahr. Für der neue Jahr. Der neue Jahr hat noch nicht angefangen. Der kommt ja erst am Freitag. Nee, am Samstag kommt der, ne? Der neue Jahr. Der 1. Januar ist am Samstag. Du, ich glaube, nächstes Jahr machen wir nicht so eine Sendung, wie wir machen gleich einen Livestream. Wir brauchen doch nicht Sendung und den ganzen Trödel machen. Wir machen gleich einen Livestream und das ist gut. Wir schneiden noch eh nicht zusammen. Was ist das? Na, das ist hier Big Brother. Wir hängen bei dir hier eine Kamera rein und lassen die einfach den ganzen Tag laufen. Sitzen wir in der Wanne da drin, oder? Wie du? Ich bin ja nicht hier. Reicht ja, wenn du drauf bist. Meinst du, das möchte jemand sehen, wenn wir uns hier verzappeln? Ein Brummtütüt. Gut. Ich weiß es nicht. Woanders wird der Geld für gezahlt. Müssen wir jetzt noch was erzählen? Nee, komm, wir lassen noch mal eine Rakete steigen. So sahen die Kalender aus. Die sehen immer noch so aus. So. Aber von hinten nicht so. Da sind sie nicht so also sehr, sehr, sehr. Naja. Gut, wir verabschieden uns jetzt hier. Wir haben jetzt echt genug dumme Zeug gequatscht. Da kommt noch mehr raus. Mach die Preisliste weg. Da sieht doch jemand, dass ich nur 50 Cent pro Kalender bezahlt habe. Was suchst du denn da? Ich überlege noch, was hier so rum. Nein, Müll. Guck mal, wir haben jetzt schon 12 Minuten dumme Zeug gequatscht. Das war nix. Nochmal? Silvester! Ach nee, noch nicht, aber bald. Und tschüss. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins nächste Jahr. Da sehen wir uns dann wieder. Und bleibt alle schön gesund und nüchtern. Lasst die Finger von den Pöllenbollern. Polnischen Bollern. Von den Frauen. Polenböller. Lasst die Finger von den Frauen. Nehmt Böller. Das darfst du nicht zeigen. Den? Das hat keiner gesehen. Doch, das hat man gesehen. So unanständige Sachen. Du bist ja hier zu Hause. Ist alles normal. Wir wünschen euch einen schönen Rutsch, wie immer hier vor der Kamera und das heute mal ganz blöd, der... Ganz blöd? Der ganz blöd. Matze? Knallkopf, kannst du sagen. Knallkopf? Matze? Und ihr. Und Lutze. Und tschüss. Kommt gut rüber.